Rex, Entschuldigung. Da oben steht der, da muss ich rein, ne? Sie gehören nicht zur Crew. Commander Shepard von der Allianz Navy. Na toll, noch ein Mensch, der rumläuft, wo er nichts zu suchen hat. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Okay. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Gut. Und jetzt holen wir uns die Erlaubnis. So. Dann wieder zurück. Und aufwärts. Da seid ihr schon wieder. Sehr schön. Das finde ich immer toll, dass ihr plopp wieder bei mir seid. Und Rex, ich bin dir echt noch böse, dass du auf einmal weg warst. Ich weiß, du verträgst keine Kälte, aber du kannst trotzdem nicht einfach weg. Das ist schlecht. War, okay, mein Fehler. Nichts passiert. So. Jetzt muss man gucken. Da geht's. Keine Ahnung wohin. Da geht's wieder irgendwo hin, wo ich keine Ahnung habe von. Okay. Ach, nicht im Universalgel. Ah, und da war ein Spind. So, war auch einfach. Oh, ich krieg das nicht hin. Gut, haben wir das auch noch mit? Wo? Medikit? Was? Nein! Wer bist du? Dr. Palun? Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Ja. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Nee. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Han Ola. Abgesperrter Bereich. Nee, da wollen wir nicht hin. Krankenstation. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Wo ist der jetzt? Hier oder was? Nee, Quatsch, da waren wir gerade drin, da ist nichts. Da? Quarantäne und Unterkünfte. Ach Quatsch, da kommen wir doch gerade her. Oh, ich bin doof. Wir fahren jetzt einfach mal zurück. Scheißegal. Irgendwie wird man schon wieder richtig kommen. Nee, da. So. Ja. Ja, genau. Ja, Ventralis, sehr gut. Mit dir wollte brauchen ich Sie etwas? Schwitzen. Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Wir gehören nicht zu Ihren Abwehrplänen. Yeah. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Richtig. Ja, aber Sie haben auch extra Waffen. Ja, extra okay, Waffen. Okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter ihnen wieder schließen. Alles er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben sie da drinnen. Ja. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Richtig. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Danke. Müssen wir doch nicht so weit Ich habe zurück. Noch zu tun. Das habe ich auch. So, und du bist wer? Sicherheitschef. Okay, den anderen, den ignorieren wir jetzt mal. Weiß gar nicht, ob wir den überhaupt ansprechen hätten müssen. Na? Nee, das ist Aufzug.
Da hinten müssen wir. Von da sind wir gekommen. So, jetzt. Hier lang. Muss mich immer erst wieder orientieren. Geradeaus weiter. Dadurch. So. Und jetzt sind die Quarantäne und Unterkünfte. Hopp, 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 hopp. So, Aufzug. Wieder. Zack, und ihr seid wieder da. Ich find's klasse. Und Rex, du bist ja immer noch da. Hast du keine Lust, mal wieder zu gehen? Nicht? Schön. Schön da bleiben. Wir gehen noch nicht mehr raus. Okay. Jetzt müsste der uns da ja durchlassen. Ah. Hier. Hallo, Kumpel. Was wollen Sie hier? Heilmittel. Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Richtig. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Und rein. Alle drei. Kommt, kommt. Jawohl. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind bestimmt irgendwo Gegner. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Hä? Das verstehe ich jetzt selber nicht. Verdammt. Boah. Cool. Was müssen wir denn mischen? Ich verstehe es nicht. Wir suchen erstmal. Mittelschwer. Ah. So. Nehmen wir mit. Wieder raus. Da rein. Das ist ein Medikit. Das nehmen wir auch mit. Medigel ist immer gut. Da nochmal. Hier ist gar nichts. Okay. Da ich keine Ahnung habe, was wir jetzt machen müssen. Gegenmittel herstellen. Dort gibt es Ausrüstung und Aufzeichnungen, mit denen Sie das Experiment der Wissenschaftler nachstellen und ein Gegenmittel herstellen können. Nein. Aufträge. Söldner. Geben, bla bla bla. Ach ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Da, jetzt und jetzt. Nee, das war blöd. War auch gar nicht so schlecht. Da. Ah, das war zu spät. Okay, nochmal. Mischen. Wechseln. Oh. Mischen. Ah, nein! Ihre Mission endet hier, Shepard. Habe ich es jetzt richtig? Das werden wir noch sehen, Mist. Oh. Okay, Aufnahme. Hilfe. Okay, irgendwie hängt es jetzt gerade bei mir. Hä? Och nee.
Was soll denn das jetzt? Ach Leute, das ist doch blöd. War halt Auto gespeichert. Heute ist nicht mein Tag. Untere Station. Ah, okay. Nee. Das haben wir. Und da ist auch nichts drin. Okay. Sie müssen genau abgemessen. Menge zwischengemischt werden. Markiert das Gerät. Die minimale Menge. Mit der es gegen zu wenig zu finden, wie das Ergebnis. Hä? Okay, sie haben das Ding. Boah, jetzt fehlt aber da. Oh, mein Spiel ist scheiße. Speichern. 6 speichern. Jawohl. Da muss ich mich jetzt auch für entschuldigen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Commander, sieht aus, als hätte diese Asari-Doktorin die Wache getötet. Und. Sie kommen da raus. Hä? Sie meinen die Ge... die anorganischen Wesen, die Asari bei sich hatte. Benicia brachte sie mit. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Mit Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Okay. Ich gehe dann jetzt. Ja. Okay, lass uns nochmal kurz Revue passieren. Wir haben das Gegenmittel gemischt. Dann kam die Tussi. Mit der habe ich mich unterhalten, dann habe ich sie gekillt. Was ich nicht gemacht habe, weil das Spiel irgendwie rumgespackt hat. Und die hat jetzt anscheinend die Wache getötet, deswegen kam ich da ohne Probleme raus. Diese hier, genau. Und wir müssen jetzt wieder... Weiß der Geier wohin? Immer gute... Und warum leben die noch und die Wache nicht? Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmacht. Ach so, halt hier ist zu. Aber ich müsste das Gegenmittel haben. Hoffe ich. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Aber das verwirrt mich jetzt gerade total, dass das nicht geklappt hat. Ja gut, aber ist das live? Live und ungeschnitten. Das passiert. Aber immer mir. Gut. Mich hätte jetzt schon interessiert, was die zu sagen gesagt hatte. Aber das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht rauskriegen. Was komisches. Ich hoffe, das kommt nicht öfters vor. Wo ist Dr. Cohen? Mit wem muss ich jetzt? Ach halt, ich muss erstmal eins runter. Nicht da, sondern da. Eine Etage runter. Das Gegenmittel geben, die Leute heilen. Und dann weiter. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Ja. Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Valestia? Kaum zu glauben. Ich...